So, ich gucke gerade nach Liedern, die ich meiner Tochter vorgesungen habe, als sie klein war. Und hier ist ein Lied, das hatte für mich eine Bedeutung, denn ich habe so oft gedacht, ich würde jetzt am liebsten mein Kind und das Nötigste nehmen und einfach weggehen in irgendein Land, das weniger kalt, weniger kinderfeindlich und einfach schöner ist als dieses Deutschland. Und das Lied ist auch von Reinhard May und heißt Aus meinem Tagebuch. Montag, der 6. Januar, draußen liegt alles tief verschneit. Das Wetter scheint mir doch zu klar, trauen wir zu nicht in nächster Zeit. Wir spielen Karten seit heute früh, der Vorarbeiter sieht uns so. Während ich aufstehe, Kaffee brühe, murmelt Antonio immer zu mir. Ich will hier raus, ich hab genug, ich bin schon viel zu lange hier. Ich springe auf den nächsten Zug und lasse alles hinter mir. Donnerstag, der 15. Mai, heute kam Post für den alten Frank. Ein Brief und ein Foto dabei, ich kleb es gerade in den Schrank. Ich wüsste gerne, was macht ihr? Mein Bruder schreibt schon lange nicht mehr. Und dass ich Post bekam von ihr, ist auch schon ein paar Wochen her. Ich will nach Hause, ich hab genug, ich bin schon viel zu lange hier. Ich springe auf den nächsten Zug und lasse alles hinter mir. Mittwoch, der 20. August, der alte Frank hat schlapp gemacht. Die Hitze schlägt ihm auf die Brust, sie haben ihn zum Arzt gebracht. Der Spanier putzt sein Grammophon, der Vorarbeiter schuldet mir noch einen halben Wochenlohn und zerrt noch drei Flaschen Bier. Ich will nach Hause, ich hab genug, ich bin schon viel zu lange hier. Ich springe auf den nächsten Zug und lasse alles hinter mir. 6. November, Donnerstag, Arbeit bis Sonnenuntergang. Kürzer die Zeit von Tag zu Tag und schien mir dann noch nie so lang. Ich war am Bahnhof, um zu sehen, ob es schon für die Karte reicht. Dann blieb ich vor der Sperre stehen, mein Mut hat wieder nicht gereicht. Ja, so war das damals. Nur dass es ein Flugzeug gewesen wäre und nicht der Zug. Und dass wir ja eigentlich geografisch betrachtet zu Hause waren, aber die Kälte, diese Kälte im doppelten Wortsinne, die Deutschland, finde ich, gerade dann hat, wenn Kinder klein sind. Und die anderen Leute im Zweifelsfall zwar alles besser wissen, aber nicht hilfreich sind. Ich wäre so gern im Land geflogen mit ihr, wo es wärmer war. Letztendlich hat mein Mut nicht gereicht. Und ob das jetzt richtig oder falsch war, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.